Hallihallöchen. Ja, willkommen zurück in unserem kleinen Café. Denn wir können das ja mittlerweile Café nennen, ja. Wir haben nämlich diesen Bereich neu. Hier machen wir so ein bisschen Backwaren, Kaffee verkaufen. Ja, vorher war es ja eher so Pommesbude mäßig, so, ne? Pommes, Döner, Pizza. Haben wir eigentlich nur angeboten, ne? Ja, der Bereich ist dazugekommen. Wir haben uns ein bisschen verkleinert. Nur noch 6 Tische, aber zu Ende letzter Folge haben wir diesen tollen Bereich neu gekauft. Den haben wir schon entrümpelt. Hier ist noch eine freie Tür. Ich denke mal, dass dahinter halt dieser große Raum sein wird, ne? Ja, wir haben noch geschlossen. Das heißt, wir können jetzt hier erstmal einmal durchstreichen. Ich habe eine neue Rolle besorgt. Ein bisschen mehr Farbe auch. So, Farbe. Das Zeug hatten wir hier gekauft, ne? Guck mal, neue Rolle. Einmal durchstreichen. Im Ernst jetzt? Was haben wir denn da gemacht? Oh, irgendwie ist da ein kleiner... Ist farblich ein kleiner Unterschied, würde ich sagen, oder? Nee, das wollten wir gar nicht. Gemacht? Hä? Was ist denn hier los? Ich war in den Koch seine Mütze drin. Hä? Das ist ja blöd. Was haben wir denn hier für eine Farbe genommen? Oh nee. Farbe, Teppich, Decke. Hä? Das ist Decke hier, echt? Ich weiß gar nicht mehr, was wir genommen haben. Teppich? Haben wir einen Teppich da oben an der Decke gemacht? Nein. Aber wir haben doch Farbe genommen. Wir haben doch Weiß. Das ist doch Weiß. Tapete? Tapete? Nee. Wände? Aber ist ja auch egal. Wir können ja auch den Küchenbereich halt so machen, ne? Ist halt so Küchenbereich. Ich versteh's nicht, ey. Was haben wir denn hier gemacht? Ja, das ist halt der Küchenbereich, ne? Der darf so dunkel sein. So. Einmal mal durch. So, haltet mal eben die Kochtöpfe zu. Muss man eben hier durchstreichen. Kann einer... Ja, ist egal, ne? Wenn ein bisschen Farbe in die Fritteuse reinläuft, ist egal. Schmeckt halt ein bisschen anders, mein Gott. So, und wie ist die Decke? Ein bisschen dunkel, ne? Für Weiß ist die dunkel, oder? Also ich verstehe echt nicht. Jetzt will ich einmal diese Farbe kurz gucken. Das ist rot. Also ihr seht das ja auch, ne? Ich werde hier richtig, richtig veräppelt gerade. Ich werde richtig veräppelt. Die verkaufen mir das als Weiß, ja? Ich weiß nicht. Egal, komm. Wir streichen jetzt hier durch. Erstmal die Decke schön machen. Wir überweisen immer jeweils 5 Dollar oder was? Da steht immer Überweisung. Überweisung. Wow. Ich will nicht wissen, was bei uns auf dem Kontoauszug steht hier. Ständig 5 Dollar Farbe. 5 Dollar Farbe. Den oberen Bereich können wir sowieso anders gestalten. Hier ist es ja... Also wirklich, das ist doch kein Weiß. Egal, dafür machen wir die Wände hell oder so. So, guckt mal. Sieht das schon mal... gar nicht so gut aus. Wir wollen... Sollen wir jetzt Tapete mal dran machen? Komm, wir gucken uns mal so coole Tapete von ganz unten. So Blümchentapete. Naja, Blümchentapete. Das sieht schon sehr krass aus, ne? Wir wollten es doch hell machen. Das ist hell. Hell. Wird immer heller hier. Also, wie schrecklich ist denn diese Tapete, bitte? Okay. Boah. Das ist sehr krass. Es ist sehr krass, ne? Farbe. Außen. Nee, außen nicht. Flur. Was ist denn Flur nochmal?
Blue ist dann der Boden, ne? Ist ein bisschen komisch alles beschrieben, ne? Nein, wir bleiben bei Tapete. Was ist mit der denn hier? Ist die schrecklich? Ah, auf jeden Fall hell, ne? Könnten wir das nicht hier in diesem Bereich machen, so hier? Wie gut, dass ich so kreativ bin und überhaupt keine Ahnung habe. Wie sieht das denn? Ich persönlich stehe immer so auf schlichte Sachen, aber das ist mir zu dunkel, ja. Sure. Na komm. Nein. Ich kann mich nicht entscheiden. Gleich lasse ich diese Wände hier so einfach. Oder wir nehmen jetzt mal Farbe. Wie ist denn das mit Schwarz? Das ist mal wirklich schwarz, ne? Aber das da oben, das ist so eher so ein Anthrazit, ne? Die Decke. Die Decke ist eher Anthrazit. Was haben wir denn noch so für Farben? Rot, Grün, alles kostet 5 Euro hier. Das ist ja cool. Ach Leute, ich weiß es nicht. Wände? Achso, genau, wir können ja auch noch hier so irgendwie... was ist das denn? Was ist das denn? Oh, Holz. Das ist eher so. Ist auch cool. Irgendwie mag ich das. Komm, das machen wir mal. Was ist denn was Neues hier? Kostet auch nur ein 5er. Also hier ist Holz echt billig. Sollen wir alles so Holz machen? Vielleicht nur die Wand, oder? Jetzt habe ich schon wieder übertrieben, ey. Finde ich gar nicht schlecht, ja. Was ist das denn? Wir machen das mal. Oh, blau! Das ist alles so klinkerartig hier, so, ne? Was war das hier? Oh ja. Ah, guck mal an. Jetzt, aber da müssen wir schnell nach unten rein. Schnell. Oh, ist schon wieder was kaputt gegangen. Hallo, Löchen. Kann man das an der Decke machen? Nee. Geht gar nicht. Okay, dann nicht. So. Ja, das ist doch cool, oder? Also, ich mag das. Irgendwie sieht das aus wie die Decke unten, oder? Aber nicht alles Holz machen, das ist ja schrecklich. Nur dieser Bereich so irgendwie, oder? Ach Leute. Naja, Hauptsache die Kunden laufen uns nicht schreiend weg. Was haben wir denn hier an der Wand gemacht? Was blitzt denn hier schon wieder? Ach da. So, haben wir alles fertig? Ist alles durchrenoviert hier, ne? Aber mich stört jetzt eben nochmal, dass... Holen wir eben unseren coolen Akkuschrauber raus hier. Oh. Noch irgendwas kaputt? Hat noch einer eine Schraube locker von euch hier? Nö, alles cool. So. Ja, hier oben, achso, müssen wir einen Fußboden machen, ne? Teppich, Flur, hier. Was machen wir denn hier mal rein? Irgendwas Neues da? Was ist das denn? Haben wir das schon mal ausprobiert? Ja, ist mir zu dunkel. Das kann man eher... Nee, ist doch egal. Das ist so ein Holz, ne? Ja, das ist so ein richtig helles Holz und das passt überhaupt gar nicht dazu, ne? Oder euer geht. Nein, aber ich möchte... Aber ich weiß nicht. Das machen wir auch nicht, das hier. Was ist das denn hier? Das ist so... Das hat man in den Keller, ne? Hab ich schon mal gesagt, ne? Ja, das hat man eher so im Keller, ne? Mir gefällt persönlich gar nichts hier. Was mit denen hier? Oh, weia. Also wir haben gleich unser ganzes Geld hier verbraten, weil ich einfach nur gucken will. Was hier gut aussieht oder nicht. Das ist so eine Waben... Das ist eher so Wabenpflaster, ne? Ja. Oh, weia. Hat man eher so in den 80ern, glaube ich, eine Einfahrt reingehauen, ne? So ein Wabenpflaster.
Das ist ein normaler Rechteckpflaster, ne? Boah, sogar dreckig. Haben die uns hier gebrauchte Pflastersteine angeboten, oder wie? Ist ja alles Verarsche hier in diesem Baumarkt hier. Was ist das denn? Das ist irgendwie so ein Beton, ich weiß nicht. Kann mich nicht entscheiden, Leute. Oh. Ich glaube, ich muss muss das hier rausschneiden aus dem Video, glaube ich. Das dauert noch zu lang, glaube ich. Tja, Leute, weiß ich nicht. Was machen wir nun? Komm, wir machen jetzt das hier rein. Ja, fertig. Ich mache jetzt die Augen zu. Wir können ja immer noch umbauen. Können wir die Treppe auch anders machen? Nee. Naja, dafür ist es hell und freundlich, ne? So, was wir noch brauchen ist, dürfen wir nicht vergessen, Decke. Nein. Lampe. Eine Lampe. Stehlampen? Nee. Also ich persönlich finde diese hier halt gut, weil die extrem gut hell sind, ne? Wir machen da auch von eine rein. Wir müssen das schon schön hell machen hier. Hier kommt noch eine rein. Da kommt noch eine rein. So, mach das mal weg. Guck mal, das ist doch schön hell hier alles. Guck mal. Ah, herrlich. Dann brauchen wir ein paar Stühle hier. Möbel. Hm? Möbel. Hier oben muss irgendwie eine Shisha. Rauchen wir hier? Nee. Was ist das denn? Was ist das? Ist das Fernsehen oder was? Das ist aber ein bisschen groß, ne? Hier wäre so ein Fernsehen cool, oder? Ah, da guckt auch keiner. Oder hier, komm. Ne, der muss schon weiter oben. Der ist so groß. Den machen wir hier. Komfort. Ah, ja. Hier so ein paar Blümchen hier in der Ecke. Oh. Im Flur kommt auch einer rein. Oder im Treppenhaus. Ach, hier können wir gar nichts hinstellen. So. Ja, nee, dann nicht. Dann gibt's da keine. Bar, okay. Nee, wir brauchen ja noch ein bisschen Zeugs hier. Ach so, das hier. Das wäre echt cool gewesen, wenn das hier irgendwo reinpassen würde. Das passt hier nirgendwo rein. Nee, ist alles voll hier. Ja, hier macht das ja auch keinen Sinn, ne? Die Leute wollen ja... Obwohl, das ist gar nicht mal so... Oder zu eng. Finde ich gar nicht so schlecht, oder? Ich meine, hier muss man ein bisschen aufpassen, ja. Man muss ja auch denken, die Leute. Wir müssen mehr Leute hier reinkriegen, ne? Tja. Irgendwie hätte ich Bock auf sowas hier mal. Nicht so ganz normal Tischstuhl, das ist... Das haben wir schon. Nö. Komm, wir machen das mal. In dunkel oder in hell? Wie sieht das denn in hell aus? Hell halt, ne? Ja, wenn man kreativ wäre, ja. Würde das auch hinterher alles cool aussehen. Aber hier haben wir nicht wirklich viel Platz hier geschaffen, ne? Was ist denn mit, Tja, weiß ich auch nicht. Gibt es hier nicht so ein Ecksofa oder so? Was ist das denn? So, ist so Klimaanlage oder so, ne? Ja. Nee, alles blöd hier. Kriegen wir da noch einen hin? Nee, das sieht auch ein bisschen blöd aus, ne?
auch nicht. Das passt auch nicht. Aber wir würden hier noch einen hinkriegen. Ach, wie sieht das denn aus? Hm. Oder was Kleines. Haben wir auch irgendwas mit 2? Guck mal, hier ist was mit 2. Ja, ja, die haben wir ja unten, ne? Ja. Ja. Noch was anderes mit 2. Alles 4, 4, 4. Das finde ich sowieso ein bisschen komisch hier an diesem Spiel. Ist egal, ob man sich für eine Vierer-Sache oder für eine Zweier. Es geht sowieso nur ein Gast dahin, ne? Hm. Ja, komm, wir machen das mal. Ich möchte hier nochmal was quer haben, damit wir hier nochmal ein bisschen. Geht nicht, oder was? Doch. Es sieht einfach unschön aus, alles zusammengewürfelt. So, jetzt will ich noch ein Sofa haben. Ja, ein richtig altes, cooles Sofa. Hier, was ist mit denen hier? Richtig, das passt gar nicht dahin. Okay. Ich will ja auch, dass die Leute da Fernsehen gucken können. Geht das nicht? Warum denn nicht? Ich glaube, jetzt zu groß. Ach so, ja, wir sind zu groß. Hm, okay. Okay, hier haben wir noch ein bisschen Plätze geschaffen. So, dann machen wir mal die Hütte wieder auf hier. Wieder was kaputt. Und das ist der Feuerwehrmann, da sieht. Auch kaputt. Alles noch heile? Ja. Ja, aber können wir hier nicht einen Angestellten für reinholen? Ich will jetzt nicht die ganze Zeit hier backen. Ich möchte mich wieder um die Chefsachen kümmern. Hm. So, wir machen jetzt wieder auf. Ja, Bewertung Ihres Cafés sind ein wichtiger Faktor für den Erfolg Ihres Sendung. Erreicht Stufe 8 und schalte die Möglichkeit frei, die Leistung deines Cafés zu überprüfen. Ja, wir müssen... Erreiche Level, wir sind doch schon Level 9. Die Leistung unseres Cafés. Achso, erweiterten Stock, das müssen wir auch noch kaufen. Ne? Also wir brauchen nochmal 9000 Dollar. Mhm. Okay. Ganz schnell nochmal im Lebensmittelgeschäft gucken. Oh, das haben wir nicht. Okay. Zu. Ist schon erster Gast hier. Ach, er ist am Fegen. Okay. Mhm. Na, ich bin mal gespannt, ob die Leute auch nach oben gehen und dann zu essen. Das Blöde ist natürlich, wenn die oben Essen bestellen, ne? Darüber habe ich jetzt gar nicht nachgedacht. Käsekuchen. Ja. Sie bekommen einen Käsekuchen, kein Problem. Was möchten Sie? Ein Americano. Mhm. Natürlich. Ja, pflanze ich mal ruhig dahin. So, wir brauchen einen Käsekuchen. Nach Teach, Käsekuchen. Niemand hat das bestellt. Hä? Was wollen Sie? Erklär. Nachtisch. Boah, ich komme gar nicht mehr hinterher. Jetzt mach doch mal ruhig hier. Erstmal brauchen wir einen Americano. Hm. Schon wieder verkehrt gemacht. Ich habe es immer noch nicht verstanden. Ist auch egal. Hauptsache, es schmeckt nach Kaffee, was wir da machen. Oh. Alles klar. Ja, haben wir fertig? Erledigt. Nimm die Tasse. Aber... Geht nicht mehr, oder was? Hallo? Tasse. So. So, wer hat Americano bestellt? Sie. Bitteschön. Nachtisch. Ach nein. Ich bin ja... Remove, take, take, ja,
Take. So, wer hat das bestellt von euch? Wer möchte das haben? Bitteschön. So, und was hast du bestellt? So ein Käsekuchen, ne? Ist schon wieder Stress hier heute. Ich wollte den Job doch gar nicht machen hier. Ich wollte doch einfach nur Chef sein. So, dann bekommen Sie. Was bekommen Sie denn? Eine Latte. Kein Problem. Machen wir. Latte. So, Americano. Machen wir. Americano. Machen wir. Weil jetzt ist ja hier, wir haben Fließband hier. Kaffeemaschine. Americano. Können wir jetzt hier irgendwas anderes machen? Americano. Brauch einen. Resultat 1. Oh. Weiter geht's. Wer bekommt denn dann? Du? Ja, hier. Nimm das Ding. Willst du nicht? Oder du? Aha. Was passiert hier? Mülleimer ist voll. Müllentsorgung. Oh, das Ding ist schon voll hier. Was ist denn noch hier? Wir brauchen noch einen Americano, ne? Ja, ja. So, jetzt haben wir noch so einen Americano. Wer bekommt den denn jetzt? Du oder nicht? Ja. Dann gönn dir. Der Mülleimer ist voll. Dann kassieren wir ein bisschen Geld. So, ist der Mülleimer schon da? Ah, schön. Wer bekommt denn jetzt? Was bekommen sie denn? Wo kann ich denn nochmal nachgucken hier? Americano. Americano. Ich drücke hier irgendwas. Zucker haben wir auch nur noch zwei. Müssen wir noch was nachkaufen, ne? So. 81%, okay. So, wer bekommt? Wer hat noch nicht? Wer will noch mal? Pizza? Ach, ist schon weg. Okay, dann schmeiß weg das Zeug. Ihr wollt, willst du haben? Ja, was machen wir denn jetzt mit denen? Jö, kriegst einen umsonst hier. Nicht genug Lebensmittel ins Gericht. Was? Kaffee-Bestellung. Ja, aber wie kriegen wir das jetzt? Hä? Oder ist der nach oben gerannt? Oh, ich hab sie fast vergessen. Es tut mir leid, ja, es tut mir leid. Mal ganz schwitzen hier. So, Espresso, bitteschön. Ja, machen wir. Wo gehen sie hin? Die ist schon verärgert, ey. Die schreit hier schon rum. Ein Espresso hat sie gesagt. Ah, wir hauen da erstmal volles Pfund rein hier. Ganz starker Espresso. 1 Kilo kommt da jetzt rein. 1 Kilo, nee, 98 Gramm. 98 Gramm, 70,6, ich habe keine Ahnung. Ah, alles klar. So. Treppe rauf, Treppe rauf. Guten Tag. Ach, Geld haben sie schon hingelegt. Schön, 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 schön. Bei Ihnen alles in Ordnung? Ja, ist ein bisschen stark, ne? Ja. Bei Ihnen? Was hätten Sie? Espresso. Ah, ja. Kriegen sie hin. Kriegen wir. Espresso. Resultat. Ich habe keine Ahnung. Müssen wir das niedrig halten? Ein bisschen wenig, ne? Leute, ich habe keine Ahnung, wie wir Kaffee machen. Ich habe keinen Plan auf Kaffee. Ja, ich habe keinen Plan. So. Wer bekommt das denn? Sie. Boah, die Schlange wird immer größer hier. Hilfe! Ein Croissant. Nachtisch Croissant. Gerne, 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 gerne. Croissant Take, ja. Ah. Bitteschön. So, der Herr. Kein Problem.
So. Ah, das klappt, ne? Wenn es nicht um Kaffee geht, dann geht es doch schnell hier. Cappuccino, ja, das ist schon wieder schlecht. Cappuccino ist ja nicht mal schlecht, ne? Das können wir nämlich nicht. Wir haben einen Kaffee eröffnet. 61. Ach so, da steht auch irgendwas daneben, ne? Aber was mache ich denn gerade rein? 60? 98, aha. Und 20 Zucker kommt da rein. 20 Zucker. 13,8. Okay, jetzt, ich glaube, ich habe es verstanden, oder? So, guck mal, mit Herzchen sogar. Guck mal, wenn ich so mache, guck mal, der ist... So einen geilen Kaffee haben wir gemacht, den verschütten wir gar nicht. Was haben wir denn da für einen Kaffee gemacht? Boah, wie viel Geld einfach hier rumliegt. So, mal Mülleimer wieder leer machen. Leute. Bestellung. In Bearbeitung. Nachtisch. Yes. Yes. Wo ist er hin? Ist er jetzt nach oben gelaufen? Nee. Hä? Aber wo ist der gute Herr denn? Hä? Hin jetzt. Sie bekommen das? Ach so. Kaffee. Americano. Und Nachtisch. Das. Okay, erstmal ein Americano machen. So. Ein Becher haben wir. 50 vom Bohnen, ne? 50. 48,7. Das ist schon mal gut, ne? Guck mal. Jetzt 10 Gramm Zucker oder was? Ah, ich hab's verstanden. Man kann sich auch blöd anstellen, ne? 10 Gramm Zucker. Zack. 13,3. Guck mal, ist ein bisschen süßer geworden. Das macht nichts. 100%. Ah. Leute. Wird noch was mit uns hier. Wer bekommt denn das hier? Sie. So. Jetzt brauchen wir noch einmal das hier. Sie bekommen das. Guten Appetit. Ist von vorgestern. Könnte ein bisschen hart sein, aber... Da haben wir noch gute Zähne. Latte. Einmal Latte. Einmal Croissant. Croissant geht schnell. Espresso dauert. Einmal Latte machen. Latte. 45 Gramm Bohnen. 20... Ja, haben wir ein bisschen gespart. Haben wir ungefähr die Hälfte gemacht. Ist ja egal. So, 90 Milliliter. 90 Gramm. 68, ist auch egal. Und 35 Zucker. 27. Alles ein bisschen weniger. Müssen halt sparen. 72%. So, hier. Da bekommt noch einer irgendwas anderes, ne? Croissant, genau. Action hier. Croissant. Nee, falsch. Nachtisch. Croissant. Hä, was mache ich denn hier eigentlich? Ich wollte doch hier am Kühlschrank. Ach, da oben. Guck mal. Sie haben schon Croissant. Ah, die Dame. Diese Stühle, die stehen auch blöd hier. Wir hätten dieses Restaurant hier geplant. Hier, das ist für Sie. Nehmen Sie doch. Verdammt nochmal. Ah, guck mal. Mülleimer leer machen. Der gute Herr. Muss nochmal wieder Rechnung bezahlen, ne? Ja, wir lassen jetzt einfach mal Leute warten. Ach nee, wir müssen noch ein Croissant ausliefern, ja? Ja, ausliefern. Nee, gar nicht. Hattet da oben nicht noch einer auf irgendwas? Nö, er hat schon. Ah, okay. So, was hätten Sie denn gerne in Bearbeitung? Wer kriegt denn noch ein Croissant hier? Ach, ein Espresso, ja. Leute, ich bin überarbeitet. Ich brauche Urlaub. Ist mir zu viel hier. 50 Gramm Zucker. Was ist denn das für ein Espresso, ey? Erledigt. 83% ist gar nicht so schlecht, ne? Bitteschön. So.
Wir werden jetzt erstmal kurz den Laden schließen. Weil wir müssen uns halt auch mal hier um diese Sachen kümmern, ne? Geht nicht. So, das ist repariert. Jungs, ihr müsst auch mal die Tür zumachen. Und mir muss doch einer mal Bescheid sagen, wenn der Kühlschrank kaputt ist. Was ist denn mit euch hier? So. Ist alles cool, ne? Ist alles repariert und so. Wir müssen uns halt darum kümmern, ne? Müllabfuhr schon wieder. Okay. Jetzt kümmern wir uns einmal hier drum. Und ganz wichtig, wir werden jetzt, ja, müssen ganz viel nachkaufen. Das habe ich mir gedacht. Ja, wenn ich diese Arbeit nicht machen würde, ne? Im Café, das wäre echt schön, ne? Ey, wer hat mich eingeschlossen, sag mal? Wer war das von euch? Er hat die Tür einfach zugemacht. Die ärgern schon ihren Chef, ja? Ja, wir haben einfach, ich glaube, wir haben einfach zu viel Personal, wenn ich ehrlich bin. Das lohnt ja alles gar nicht hier. Irgendwie machen wir gar keinen Plus hier, oder? 1145. Wir haben gerade ganz gut mit der Bäckerei da Geld gemacht, ne? Oder was heißt Geld gemacht? Wir haben ganz viel Bestellungen durchgehauen, ne? So. Ne, das Netz wollte ich gar nicht. Fehlt denn jetzt hier noch was? 14, 8 mal das haben wir noch. 13, 5-mal Fisch, komm, das kaufen wir schon mal nach. Das kaufen wir schon mal nach. Das hier. Alles, was so ein bisschen zu wenig haben. Okay, so. Wir sind schon kurz vor Level 10. Schalte die Möglichkeit frei, die Leistung deines Cafés zu überprüfen. Sehen Sie sich diesen Abschnitt. Was? Irgendwas sollen wir. Wir gucken gleich mal kurz. Level 8 haben wir ja schon. Wir sind schon Level 10. Also irgendwas soll ich machen, um diese Aufgabe hier abzuschließen. Ich habe noch keine Ahnung. So. Slami noch, ja? Bitteschön. Zu. So, jetzt gucken wir nochmal einmal hier. Bewertung. Es sind ungelesene Briefe in der Post. Ja, das gucken wir gleich. Hey, ist der Sheriff. Blablabla. Ich sehe, dass die Dinge gut laufen. Ja, laufen gut, ja. Dass sie neu entgegen sind, möchte ich mitteilen, dass wir jedes Jahr ein Fast-Food-Festival veranstalten. Setzen Sie also Pizza, Burger und Sushi auf Ihre Speisekarte und bereiten Sie auf einen großen Ansturm. Ich wünsche Ihnen viel Glück. Ja, haben wir doch schon. Bewertung sieht immer gut aus, ne? Immer 3 Sterne. Aber das ist gut. E-Mails haben wir bekommen. Familie Bier ist ein ganzes Leben. Was ist das denn hier? Belohnung für die Vollendung. $8000. Guck mal, hier können wir nochmal richtig Geld machen. Hier können wir wieder ein Café renovieren. Okay. Und hier $6000. Können wir schon wieder eins renovieren. Also wir haben zwei Jobangebote, wo wir viel Geld verdienen könnten, ja. Ja. Wir müssen uns nochmal einmal gucken. Ich sehe gerade, dass wir irgendwas zu reparieren haben. Oben rechts, ne? Oben rechts, hier oben, wird uns angezeigt, dass wir irgendwas zu reparieren haben. Also der Hausmeister macht anscheinend nicht alles. Er macht mit einer Akkuschraube, machen wir das nicht. Guck mal, dann geht das auch weg. 12, 11, 10, 9. Also das macht der Hausmeister nicht, okay?
Und das kostet uns auch immer 15 Dollar hier. Vier Sachen noch zu reparieren. Bin mal gespannt, was? Drei Sachen noch zu reparieren. Ja, was ist denn kaputt? Okay, das macht er jetzt weg. Ja, okay. Was können wir denn noch reparieren? Irgendwie Dach kaputt oder so? Komm, wir gucken mal auf dem Dach. So. Oh ja, hier ist irgendwas kaputt. Machen wir Heile. So, hier ist Heile, da. Ah, guck mal. Dann haben wir auch alles durchrepariert. Schön. Springen wir einmal hier runter. Oh, hui. Hier kraulen wir noch einmal das Kätzchen. Schön. Guck mal. Einmal Mülleimer leeren. Mülleimer ist leer. Ich wollte noch einmal schnell hier was backen. Was haben wir denn? Käsekuchen. Hier, das hier. Das müssen wir hier backen. Hier, dieses Zeug hier. Nimm die Ablage. Füll die Ablage mit. Achso, das müssen wir dann kaufen, ne? Aha. Nein, das wollte ich nicht. Hä? Füll die Ablage. Gar nichts. Croissants haben wir noch. Ich möchte das nicht. Mach das weg. Ich möchte das hier kaufen. Kaufen wir nochmal 10 Stück hier oder was? Komm, 20. Hier kaufen wir auch nochmal 10. Hier machen wir das auch auf 10. Gut, ja. Füll die Ablage mit das und füll die Ablage. Beginn mit dem Backen. Okay. So, Leute. Wir machen in der nächsten Folge weiter. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Was? Der hat jetzt 80 Dollar von uns bekommen. Ja, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Gerne einen Daumen nach oben da lassen. Kommentar gerne dazu, wenn ihr mögt. Ein Abo da lassen, falls noch nicht passiert. Wird auf jeden Fall den Kanal weiterhelfen. Mich freuen. Und ja, Leute, gesund bleiben und so. Lasst euch nicht ärgern. Wir sehen uns. Bis dahin. Bye, bye.